Im Krieg in der Ukraine sollen die Bemühungen um Friedensverhandlungen intensiviert werden. So zumindest sieht es Bundeskanzler Olaf Scholz, wie er im ZDF-Sommerinterview gesagt hat. Die Aussage macht seit gestern Schlagzeilen. Hören wir einmal rein, was Scholz genau gesagt hat. Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht. Das heißt, Und es das gibt ist wichtig. Friedensgespräche? Es ist wichtig, Nochmal eine dass wir da Friedenskonferenz? vorankommen. Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben. Und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei. Also der zweite Teil dieser Aussage ist nicht neu, der erste hat aber durchaus Neuigkeitswert. Sprechen wir drüber mit Nicole Deitelhoff. Sie ist die Direktorin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung. Hallo, Frau Deitelhoff. Hallo. Jetzt hatte man ja lange den Eindruck, beziehungsweise es hieß lange, die Ukraine habe das letzte Wort, wenn es um Friedensverhandlungen geht, also unter welchen Umständen die zustande kommen sollen und wie die dann aussehen sollen. Nach der Aussage von Scholz könnte man ja den Eindruck bekommen, dass der Westen beziehungsweise die Unterstützerländer in Zukunft da das letzte Wort haben. Also ich glaube, so stark würde ich das jetzt nicht interpretieren. Er ist ja relativ vage geblieben. Er hat nur gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, darüber nachzudenken, noch zügiger aus diesem Krieg herauszukommen. Also nochmal deutlich zu machen, wir müssen alle Initiativen nutzen, um diesen Krieg zu beenden. Aber das reiht sich eigentlich ein in eine ganze Reihe von ähnlichen Signalen und Statements, die wir auch von anderen Staaten gehört haben, die wir aber auch von den Konfliktparteien selbst gehört haben. Auch Selenskyj hat zuletzt eher von einem Ende des Krieges gesprochen, davon, Putin an einen Verhandlungstisch zu zwingen, aber nicht mehr unbedingt von Sieg und Niederlage. Und das hat natürlich auch etwas mit dem Verlauf des Konfliktes zu tun. Schauen wir gleich gerne einmal in die Ukraine. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, also es hieß ja nach dem ersten Friedensgipfel in der Schweiz, dass bei einem zweiten Gipfel auch Russland daran teilnehmen soll. So hat es Scholz formuliert. Sehen wir jetzt Ihrer Einschätzung nach dieser Aussage von Scholz keinen wirklichen Kurswechsel oder doch? Nein, ich glaube wirklich nicht, dass es ein Kurswechsel ist, sondern wir erleben eine Entwicklung, die sich jetzt noch mal vielleicht beschleunigt, die aber schon mit Beginn dieses Jahres ihren Anfang genommen hatte. Also seit dem Frühjahr erleben wir, dass immer mehr über Friedensgespräche, mögliche Waffenstillstandsverhandlungen gesprochen wird. Wir hatten die Konferenz im Juni in Birkenstock. Da ging es schon mal darum, grundsätzlich eine Mehrheit der Staaten davon zu überzeugen, was sind Prinzipien, auf denen sich dann ein solcher Prozess tatsächlich auch aufbauen kann. Und es geht jetzt um die Vorbereitung für eine zweite Konferenz mit Russland. Da hat Scholz eigentlich nichts Neues gesagt, außer dass er deutlich gemacht hat, man muss jetzt mehr Kraft dahinter stecken. Man muss sozusagen mehr Energie in diesen Prozess bringen. Dann schauen wir vielleicht einmal in die Ukraine. Im Osten der Ukraine rückt Putin mit den Angriffen Richtung Pokrowsk seinem Ziel, die Region Donetsk einzunehmen, näher. Gleichzeitig besetzt die Ukraine ja weiterhin Gebiete in der Region Kursk, in der russischen Region Kursk und sieht das als mögliches Faustpfand für Verhandlungen. Könnte das tatsächlich Grundlage für Friedensverhandlungen sein? Na, ich glaube, das sind noch keine Grundlagen für Friedensverhandlungen. Aber was wir eben auch sozusagen in der militärischen Auseinandersetzung, in der Entwicklung sehen, ist, dass beide Seiten momentan Verhandlungspositionen aufbauen. Natürlich insbesondere die Ukraine, die hier versucht, ein Stück russisches Territorium unter ihre Kontrolle zu bringen und zu halten, um es dann eventuell auf einen Verhandlungstisch legen zu können. Davon abgesehen war aber die Kursk-Offensive zunächst natürlich der Versuch, russische Streitkräfte zu binden, um den Druck an der Front in Donetsk runterzunehmen. Das ist nur mit Einschränkungen geglückt. Aber man sieht eben auch, sowohl von Seiten der Konfliktparteien als auch ihrer Unterstützerstaaten, dass ein Ende der militärischen Auseinandersetzung immer mehr in die Ferne rückt. Jetzt hieß es ja lange von Beobachtern, dass Putin erst nach der Wahl in den USA, also erst 2025, möglicherweise verhandlungsbereit wäre. Was hat sich da Ihrer Einschätzung nach geändert? Es ist natürlich von außen unglaublich schwierig, in das russische Regime momentan hineinzugucken. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, wie die russischen Reserven aussehen, wie die Lage innerhalb der Streitkräfte ist.
Ich glaube, was wir eher beobachten, ist, dass auch Russland sieht, dass dieser Konflikt in naher Zukunft nicht militärisch zu entscheiden ist und deswegen auch nach Exit-Strategien sucht. Die jüngste Offerte von Putin, zu sagen, man wäre bereit zu Gesprächen auf der Grundlage der Istanbuler Verhandlungen aus dem Frühjahr 2022, ist ja tatsächlich eine Verbesserung der früheren Angebote, etwa aus dem Kontext der Birkenstock-Konferenz, wo es noch darum ging, eigentlich ein Diktat vorzusehen. Jetzt geht es tatsächlich darum, auszuloten, wo sind denn die Bereitschaften da? Das habe ich damit gemeint. Wir sehen eigentlich einen Prozess, in dem auch die Konfliktparteien selber beginnen auszuloten, ob nicht doch Waffenstillstands- oder sogar Friedensverhandlungen eine reelle Option sind. Aber da nochmal nachgefragt, also was hat sich bei, wenn wir jetzt mal vielleicht die militärische Stärke Russlands kurz außen vor lassen, aber was hat sich möglicherweise bei Putin und auch bei einem Ziel Putins geändert? Das ist schwer zu sagen. Ich bin nicht sicher, ob sich die Ziele Putins unbedingt verändert haben, aber vielleicht seine Einschätzung darüber, ob er sie tatsächlich realisieren kann, ob er sie militärisch realisieren kann oder ob er nicht mehr zu gewinnen hat, wenn er doch jetzt auf die Karte von Verhandlungen setzt. Da kann es ja auch darum gehen, dass er beispielsweise in der Hinterhand immer noch die Überlegung hat, dass er natürlich auch eine ukrainische Gesellschaft auch langfristig destabilisieren könnte, eher wieder im Bereich der hybriden Kriegsführung. Also von daher, man muss hier gar nicht so wild darüber spekulieren, ob hier sich seine Ziele groß verändert haben. Das muss gar nicht der Fall sein. Die Frage ist, hat er noch die gleiche, wie er, ob er sie überhaupt realisieren kann? Frau Deitelhoff, jetzt gab es ja am vergangenen Freitag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein ein Treffen der Ukraine, der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Auch Selenskyj war dort und hat eben um weitere Unterstützung, militärische Unterstützung und mehr Waffen gebeten. Im Anschluss hat sich Selenskyj mit Scholz zu einem vertraulichen Gespräch in Frankfurt getroffen. Welchen Einfluss oder welche Rolle spielt dieses Gespräch zwischen Scholz und Selenskyj möglicherweise bei der Aussage von Scholz jetzt am Wochenende? Also ich wäre mir ziemlich sicher, dass der Bundeskanzler dem ukrainischen Präsidenten signalisiert hat, wie die mittel- und langfristige Bereitschaft der deutschen Bundesregierung ist, weiterhin auf gleichem Niveau militärische Unterstützung leisten zu können. Und natürlich sind auch Wahlerfolge beispielsweise des BSW oder der AfD in zwei deutschen Landtagswahlen, die eben ja auch Positionen nach vorne bringen, die für ein Ende der militärischen Unterstützung sind, Hinweise auch für Selenskyj darauf, dass es ein Ende oder zumindest ein Ende des Niveaus der militärischen Unterstützung geben könnte. Und dass Scholz jetzt im Nachgang dann eben so deutlich macht, wir müssen jetzt mehr Energie in die Vorbereitung und Durchführung eines Verhandlungsprozesses stecken, könnte eben auch ein Resultat davon sein, dass er sehr deutlich gemacht hat gegenüber Selenskyj, es wird nicht ewig so weitergehen können. Die Ressourcen auch Deutschlands, auch anderer Unterstützerstaaten sind begrenzt, beziehungsweise auch die Bevölkerung werden ihnen eventuell die Hände binden. Und das heißt, wir müssen jetzt schauen, wie wir eigentlich raus aus diesem Konflikt kommen. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, die natürlich auch Selenskyj nicht entgehen. Auch Scholz beobachtet das sicher. Und deswegen an Sie nochmal die Frage, also wie viel Wahlkampf steckt möglicherweise oder wie viel innenpolitische Motivation steckt möglicherweise in dieser Aussage von Scholz? Ich glaube schon, dass es natürlich auch ein ganz deutliches Signal des Bundeskanzlers sein sollte, zu sagen, die Friedensagenda oder die Agenda für Friedensverhandlungen ist doch eigentlich meine Agenda. Und nur weil ich nicht die ganze Zeit darüber öffentlich reden kann, weil eben ein Großteil diplomatischer Initiativen, die auf Verhandlungen hinauslaufen, per se vertraulich sind, heißt es eben nicht, dass ich das nicht mehr vorantreiben will. Also ich würde schon sagen, na klar, er reagiert auf die Wahlgewinne, die BSW, die auch die AfD in Sachsen und Thüringen gemacht haben und versucht deutlich zu machen, dass auch die SPD für einen Kurs steht, der selbstverständlich auf Friedensverhandlungen hinausläuft. Jetzt gibt es daran aber auch Kritik, unter anderem von der Opposition. Und zwar hat der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter gesagt, Scholz wolle die Ukraine zu einem von Russland definierten Scheinfrieden drängen. Welche Chancen sehen Sie denn tatsächlich, dass Friedensgespräche, Friedensverhandlungen tatsächlich zu einem nachhaltigen Frieden führen könnten?
Ich glaube, das kann man eben gerade nicht von vornherein beurteilen. Also ich finde es eine ganz gefährliche Aussage, zu sagen, nur weil jemand sagt, wir müssen jetzt sehen, dass wir zügiger aus diesem Krieg herauskommen, ist er direkt bereit, die Ukraine preiszugeben oder einen Diktatfrieden, zu fordern. Stattdessen geht es eigentlich darum, jetzt beispielsweise Russland beim Wort zu nehmen und eben zu sagen, okay, Verhandlungsgrundlage, die Verhandlung von Istanbul, da gibt es mindestens zwei sehr kritische Punkte. Das war die Frage der Truppenbeschränkung für die Ukraine und die Frage der Sicherheitsgarantien. Dann zu schauen, inwiefern ist Russland offen darüber zu reden. Das kann man aber nur machen, indem man nachfragt. Das heißt, hier geht es darum, jetzt vorsichtig mal die Wassertemperatur zu testen und zu gucken, wo man denn damit dann hinkommt. Vorsichtig Wassertemperatur testen, haben Sie gerade gesagt. Also wie könnten diese Verhandlungen aussehen, beziehungsweise erste Schritte dahin, unter welchen Voraussetzungen könnten sie dann tatsächlich auch erfolgreich sein? Ich glaube, das Wesentliche ist, der Anfang ist längst gemacht. Die Birkenstock-Konferenz, die war ja ein solcher Auftakt, um überhaupt erstmal auszuloten, ob sich eben eine Mehrheit der Staatengemeinschaft auch motivieren lässt, einen solchen Friedensprozess mitzutragen. Und das ist bei allem, was man vielleicht über Birkenstock noch sagen kann, das ist dort geglückt mit mehr als 90 Staaten, die eben ihre Delegation dorthin entsendet haben. Im nächsten Schritt geht es darum, einen Folgeprozess zu entwickeln. Da sind wir gerade. Also wir versuchen, diese zweite Konferenz möglicherweise dann schon mit russischer Beteiligung und außerhalb Europas zu organisieren. Und das Ziel ist dabei immer, dass die Konfliktparteien nicht unbedingt ineinander Vertrauen entwickeln, aber doch in den Prozess und sich dann Stück für Stück aufeinander zubewegen können. Und das muss jetzt eigentlich passieren. Man muss jetzt mit beiden Konfliktparteien vertraulich das Gespräch suchen, ausloten, wie viel Offenheit ist wirklich da, wie viel Bereitschaft, über Dinge tatsächlich auch zu verhandeln und nicht nur sie zu diktieren. Und dann kann man das eben Stückchen für Stückchen festklopfen, wenn Sie so wollen. Und Aber es welche? ist ein ganz langwieriger Prozess. Es ist nichts, was innerhalb weniger Monate abgeschlossen werden kann. Der Auftakt wird allein vermutlich schon ein Jahr dauern. Und dann werden wir Verhandlungen über die nächsten Jahre sehen, nicht unbedingt Monate. Und welche Akteure sehen Sie da möglicherweise prägend in diesem Prozess? Naja, neben den beiden Konfliktparteien, die setzen wir ja mal voraus, denke ich, und das wissen wir auch aus der Forschung, dass eine von einer breiten internationalen Gruppe getragene Verhandlungsprozess eigentlich die größten Chancen hat, zum Erfolg zu führen. Und das heißt, dass wir auf der einen Seite natürlich die USA in den Verhandlungen sehen werden, die Europäische Union, vertreten durch verschiedene Staaten, dann aber auch ganz wichtig, Staaten außerhalb der bisherigen Unterstützerstaaten. Also eben auch ein China, eben auch ein Brasilien, eben auch ein Indien oder andere Staaten aus dem globalen Süden, die bereit sind, sich hier zu engagieren. Auch da haben wir in der Vergangenheit noch ein bisschen Zögern gesehen. China hat sich ein wenig ja, zurückgehalten. Man spricht immer davon, dass es einen eigenen Verhandlungsprozess auf den Weg bringen will, aber hier geht es jetzt, glaube ich, darum, eine neue Initiative zu zünden und zu hoffen, dass man mit diesen ersten Öffnungssignalen, die wir haben von Putin und von Zelensky, vielleicht jetzt eben auch diese Staaten dazu bringt, sich hinter einem Verhandlungsprozess zu vereinen. Sagt Nicole Deitelhoff, Direktorin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung. Vielen Dank für Ihre Zeit und für die Einschätzung. Sehr gern.